Elektrische Kondensatoren parallel oder in Reihe zu schalten, das lässt sich sogar ganz leicht einsehen, weshalb das wie funktioniert. Ich komme gleich nochmal zu der Formel. Wir stellen uns mal Folgendes vor: Ich habe hier einen Plattenkondensator und hier. Und ich verbinde die so elektrisch. Dann könnte ich doch auch sagen, ich habe die, ich mache das mal in Auberginen, ich könnte die auch hier elektrisch verbinden. Ne? Das ist vollkommen egal. Oder? Ich kann doch die Platten gleich zusammenschieben. Ne? Also ob ich die nur hier elektrisch verbinde, außenrum elektrisch verbinde oder die Platten gleich zu einer Platte mache, also die hochschiebe, das ist doch vollkommen egal, denke ich, oder? Ich glaube, das lässt sich einsehen. Ich vergrößere die Fläche. Deswegen zu der Formel. Jetzt, was haben wir gemacht? Das geht direkt, je größer die Fläche, in die Kapazität ein, denn die wird auch größer. Ich lasse jetzt mal ganz bewusst die Permittivität weg, das ist jetzt vollkommen egal. Es geht mir bloß um Fläche bzw. Distanz. Das sieht elektrisch so aus, dass ich hier die beiden wirklich vom Schaltbild her auch parallel schalte. Das macht man so zum Beispiel, wenn man nur relativ kleine Kondensatoren hat oder wenig Platz und die verteilen muss, schaltet man die elektrisch parallel, hat eine größere Gesamtkapazität. Die errechnet sich ganz einfach. C Gesamt ist C1 plus C2 plus tralala plus Cn, so viel wie ich habe, wie ich parallel geschaltet habe. Das ist ganz billig. Erinnert irgendwie, ne? Vor allem, wenn ich mir die Formel angucke. Kommen wir zum zweiten Fall. Ich habe zwei Kapazitäten wieder, oder Kondensatoren, man sagt auch Kapazitäten dazu. Das wäre der eine Kondensator, das wäre der andere. Und jetzt schalte ich die beiden direkt in Reihe. Also hier diese Platte schließe ich an die an. Ja, dann kann ich doch eigentlich bloß, kann ich das doch auch ganz leicht sagen. Dann sage ich, na, warte mal, dann kann ich noch diesen Quatsch hier dazwischen wegnehmen, oder? Und was habe ich gemacht? Hier, das war der Trick. Ich habe die Distanz vergrößert. Leute, guckt nochmal bei Kondensator, wie das funktioniert, wie auch die Formel funktioniert. Da habe ich das nochmal ausführlich erklärt. Müsste eigentlich aber einsehbar sein, auch wie die Distanz da eingeht. Nur mal hier, dieses Video wartet dann hier. Nur mal hier, wenn ich das hier größer mache, diese Größe hier, D, wenn ich die größer mache, ja, dann teile ich durch etwas Größeres, dann wird das Ergebnis kleiner. Gut, elektrisch gesehen, Schaltbild, ganz einfach. Lustigerweise errechnet sich das jetzt so, wie als wenn ich Widerstände parallel geschaltet habe. Da habe ich doch 1 durch R gesamt und so weiter und so fort. Und hier kehrt sich das leider um, aber das macht nichts. Man kann sich's eigentlich ganz gut vorstellen, dass ich hier die zweite Form anwenden muss. Lese ich jetzt auch nicht vor. Ich hoffe, das reicht zu dem Thema. Wie gesagt, wenn ihr hier diese Links beachtet, die ich hier mal anfüge, könnt ihr euch jederzeit, ohne lange zu suchen in meinen Playlists oder sonst was, nochmal tiefer weiterbilden und so weiter. Zum Schluss werde ich hier wieder die Links anfügen, die dann zu den Playlists führen. Und ich hoffe, dass ich verständlich das alles rübergebracht habe. Ja, und verbleibe mit besten Wünschen. Tschüss, tschüss.